So, hallo und man will herzlich willkommen zurück zu Gothic. Wir haben das letzte Mal ja aufs Maul bekommen. Weißt du was? Ich tue dir einen Gefallen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Dann nehmen sie dich vielleicht in das Lager auf. Dann können wir uns jeden Tag sehen. Okay. Ach du Kacke. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast 2 Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hereingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty, meinst du? Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Okay, das lassen wir erstmal. Manche halten mich ja für einen durchgeknallten Spinner. Aber jemand wie du würde sich hier ja niemals mit einem Spinner sehen lassen. Sowas spricht sich ja rum. Also werden sie einsehen, dass sie sich in mir getäuscht haben. Genau. Wo ist die Schabe hin? Du bist wie ein großer Bruder. Bestimmt nicht. What the fuck? Wer bist du denn? Wegen Neck. Ja. Noch nichts Neues. Halt mich auf dem L. Ach so, das ist der hier. So. Und den wollte der ja das Fleisch haben. Wo kommst du denn her? Du freust dich sicher auch so. Wahrscheinlich, das Spiel will eigentlich, dass ich dem aufs Maul gebe, glaube ich. Aber dem Spiel tue ich nicht den Gefallen. Das könnte man zu einer Challenge machen. Matt bis zum Ende des Spiels einen begleiten lassen. Ich weiß nicht, ob das geht. Aber wir können es ja rausfinden. Ausprobieren. So, und der eine wollte noch die Pilze haben. Pilze gab's beim Südausgang und das war der mit dem kaputten Turm. Ich habe schon festgestellt, die Leute ohne Namen sind uninteressant. Oh, Dexter. Was ist Sumpfkraut? Neu hier, was? Man kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Praktisch eine Droge. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Gut, du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dauernd auf der Suche nach neuen Leuten.
Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht. Hey, Neuer! Ich bin Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Hast du was zu essen für mich? Da ich ja sowas wie Besuch bin, fände ich es toll, wenn du mir was geben würdest. Das gehört sich so. Das haben mir meine Freunde in Korinis beigebracht. Die hatten mich echt gerne. Das glaube ich irgendwie nicht. Der folgt mir nicht mehr. Das ist ja interessant. Larvenbrot, Höhlenpilz, aha. Höhlenpilz, ich weiß nicht mal, wie viel ich sammeln muss. Einfach ein paar mit. Die anderen auch gepult? Nein. Autsch. Okay. Bin ich jetzt komplett tot? Ich glaube, ich bin komplett tot. Wir hätten noch vorher speichern sollen. Das sollten wir uns in Zukunft angewöhnen. Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt es hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Wird nicht so heiß gegessen, wie es getrunken. Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Du willst die richtigen Leute beeindrucken, hm? Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk verscherbeln ihre Sachen auf dem Marktplatz. Sie haben viele Kunden, selbst unter den Gardisten, und sind dementsprechend einflussreich. Und dann wäre da noch Sketty. Er leitet die Arena, bestimmt, wer kämpft und so. Es gibt viele hier, die ihm noch Erz schulden. Auch an ihn kannst du dich halten. Okay, das notfalls können wir ihn nochmal fragen. Hat irgendwas mit Finger gesagt? Sei Whistler. So. Und wer war jetzt der da unten? Ah, okay, das ist Whistler, alles klar. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen.
Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Okay, her mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Oh. Verdammt. Noch einmal und du kannst was erleben. Nein. Nein. Das wollte ich doch gar nicht. Oh. Das wollte ich doch gar nicht. Wieso schlägt er ihn denn? Rot. Wellenpilz. Okay. Bringt ein bisschen XP. Deswegen speichern wir nochmal. Holy! Die machen mich ja übelst leicht platt. Was mit dir aus? Alles klar. Alles tötet mich. Jo, geh ja weg. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, genug. Dann holen wir jetzt noch schnell das Schwert. Hey du, dich habe ich hier noch nie gesehen. Das ist kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Aye, Captain. Ich glaube tatsächlich, dass ich so am schnellsten unterwegs bin. Ist jetzt der Schmied nochmal gewesen? Ich glaube nochmal ein bisschen weiter. Hier war das. Okay, von wem war das nochmal? Auf dem Marktplatz. Dann war noch mal Fisk.
Oder war das schon auf der Seite? War das der Typ, der mir super günstige Preise angeboten hat? Manche halten mich ja für einen durchgeknallten. Ich warne dich. Den Streit vergisst du, okay? Verpiss dich. Willst du einen Moment halt? So. Ist das? Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf zusammen. Der ist das, ja. Okay. Ah, okay. Wir sind wieder hier angekommen. Butler. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Den brauchen wir auf jeden Fall später. Sieht vielleicht nach Markt aus. Hi, ich bin neu hier. Wie sieht's aus? Ach, hör auf. Ich habe die letzten 2 Wochen in den Minen geschuftet. Und wofür? Ein paar lausige Brocken Erz sind mir geblieben. Das meiste ging für Essen drauf. Ich habe mich mit Baal Parves da unten unterhalten. Er hat mir ein paar interessante Sachen über das Lager der Sekte erzählt. Ich glaube, ich sollte besser zu denen gehen, als mir weiter für Gomez den Rücken krumm zu schuften. Dir gefällt's ja nicht. Wieso gehst du da nicht einfach? Weil ich nicht sicher bin, was mich da erwartet. Ich habe einen Kumpel hier gehabt. Melvin heißt er. Er ist vor einer Woche ins Sektenlager abgehauen. Aber ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Und solange sich das nicht ändert, bleibe ich besser hier. Mhm. Aber ich glaube fast, wir finden diesen Fisk. Ah, ein neues Gesicht. Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Nur 10 Erz mal. Und wenn ich nicht zahle? Hey Mann, mach dir keine. Du kannst es jederzeit nachholen. Wir sehen uns. Pass so lange. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt? Rennt nicht durch meine Hütte! Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein... Es fing an, Bau. Das haben wir schon, okay. Wahrscheinlich ist... Alter, ich finde den Typen nicht. Egal. Ich gebe es jetzt mal auf für heute. Haben jetzt ein paar Sachen geregelt. Aber halt nicht alles. Egal. Okay, wir speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.